Frau Präsidentin, verehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die zentrale Bedeutung der Umweltgesetzgebung wird uns in diesen Tagen wieder durch drohende Dieselfahrverbote vor Augen geführt. Wir, die AfD als größte Oppositionspartei, Fraktion, können auch bei dieser Haushaltsdebatte Regierung und Regierungskoalition wieder nur bitten, kommen Sie zurück zur Vernunft, lassen Sie den gesunden Menschenverstand walten. Ich erlaube mir, aus dem Leitartikel unserer Regionalzeitung vom 17. November 2018 zu zitieren. Die Überschrift lautet »Fern der Lebenswirklichkeit«. Dann folgender Text. Die Hysterie, geschürt von selbsternannten Rettern der Gesellschaft, nimmt in Deutschland absurde Formen an. Immer radikaler und unverhältnismäßiger werden die Fahrverbote für Dieselmodelle, die nicht dem letzten Stand der Schadstoffverhinderung entsprechen. Unverzichtbare Verkehrswege werden mit Verboten belegt, weil die Justiz und ich persönlich füge hier hinzu, die Politik auch, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse ausklammern und den Bezug zur Realität offensichtlich ganz verloren haben. Und auch die Qualitätsmedien trauen sich, auf die Linie der AfD einzuschwenken. Natürlich ohne von dieser Gemeinsamkeit auch nur ein einziges Wörtchen zu sagen. So schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 18. November gleich in der Überschrift auf Seite 21 »Irres Fahrverbot«. Derart massive Vorwürfe aus den Medien gegenüber Politik, Bezug zur Realität ganz verloren, irres Fahrverbot, das müsste doch ein Weckruf für Berlin sein. Was steht auf dem Spiel? Für eine gegriffene Zahl, nämlich die 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid, während in den USA ja 100 Mikrogramm gelten, setzen die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen nicht weniger als den Wirtschaftsstandort Deutschland aufs Spiel. Die Grünen und die Linken hier im Hause mögen der Meinung sein, es träfe in erster Linie Firmenchefs und Aufsichtsräte. Nein, es trifft in erster Linie abhängig Beschäftigte, Arbeiter und Angestellte, deren Anwalt in der Vergangenheit die SPD war. Wenn diese sogenannten kleinen Leute ihren Arbeitsplatz nicht mehr mit ihrem legal erworbenen Diesel-Pkw erreichen können, dann sind sie die wirklichen Opfer der völlig verfehlten Grenzwerte. Was hilft? Ad hoc muss ein Moratorium her. Da bin ich ganz dicht bei Christian Lindner. In dieser Moratoriumsphase muss dann eine breit angelegte, seriöse, wissenschaftliche Arbeit geleistet werden. Erst wenn wirklich belastbare Ergebnisse vorliegen, kommt das Thema wieder auf den Tisch. Bis dahin keine Fahrverbote, kein wirtschaftlicher Selbstmord unseres Landes. Frau Ministerin, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Abgeordnete Dr. Georg Nüsslein das Wort.